Das Terminal besteht aus Unmengen Stahl und Beton. Dadurch wird dein Signal abgeschirmt.
Achtung, bitte kommen! Bitte kommen! Thank you.
Hast du die Motordraisine? Jetzt solltest du dich zum Depot begeben. Pass aber gut auf. Dort gibt es ein paar zwielichtige Gestalten. Ziemlich viele sogar. Naja, falls es Probleme gibt, weißt du ja, was zu tun ist.
Es ist meine letzte Kassette. Also muss ich sie zu etwas Dauerhaftem machen. 20. September. Heute Abend kam ein Prediger in die Ratsversammlung und erzählte dummes Zeug über Gott, der ausgerechnet uns verschont habe, um anschließend einen Kugelblitz als Strafe für unsere Sünden zu schicken. Sünden? Wovon redete er überhaupt? Unser letzter Generator ist wegen dieser Dinger ausgefallen. Thank you.
Versteht du es jetzt, du Dummkopf? Silantius verscheitert euch. Der Luftwaffe, das ist eine Sünde. Was für eine Sünde, Dummkopf? Das ist Kunst, das ist Musik. Hast du überhaupt schon mal Musik gehört? Das sind nur... Ja, verdammt! Wer ist das? Einer von Ihnen, ein Ketzer! Luzifers Licht! Eine Taschenlampe, die ist toll. So eine hatte ich auch mal. Siehst du das, Junge? Siehst du, was die Leute früher herstellen konnten? Schalte dieses satanische Licht aus, du Ketzer! Sonst... Danke fürs Ausschalten. Wenn du das verdammte Ding noch einmal einschaltest... Du bist einer von den Zugleuten, nicht wahr? Tja, dann sei gegrüßt, mein Freund. Friede sei mit dir. Du scheinst aus einer ziemlich fortschrittlichen Gegend zu kommen. Deine Ausrüstung ist der Hammer! Satanische Bagatellen! Siehst du, Junge, er ist ein guter Mann! Warum hast du ihn ausgeschaltet? Lass ihn doch laufen! Das ist eine Sünde, Papa. Das begreift sogar der Ketzer! Hör auf die Waffe! Siehst du, Junge, er ist ein guter Mann! Er weiß, wie man sich... Hey! Pass auf, Bruder! Steck dir... Du... Steck die Waffe weg! Sofort! Ich würde ja auch mit... Aber ich habe einen Sohn. Aufgrund der Dummheit seiner Mutter ist er jetzt ein Fischanbieter. Er will hier auf keinen Fall weg. Und ich kann den Dummkopf doch nicht alleine lassen. Weißt du überhaupt, was ein Film ist, Junge? Über uns zu tragen. Insbesondere zu einem Ketzer.
Ich glaube, da unten ist irgendein Missstück. Leute, wir müssen den Schweinehund finden, bevor er uns noch endgültig abhaut. Eins will ich dir sagen, du Schweinehund. Du entkommst mir ganz sicher nicht. Hey, zeig dich, du kleiner Schweinehund. Komm raus, damit ich dir an die Kehle gehen kann. Der Schweinehund glaubt, wir finden ihn nicht. Tja, ihr wisst, was das heißt. Wir müssen zeigen, dass er nur ein kleines Mistchen voller Wunschdenken ist. Sie haben einen von uns erwischt! Mach dich bereit, Miststück. Das wird noch lustig. Seht mal, den Waggon. Da hat er sich der Mistkerl versteckt. Ich hab keine Angst vor dem Schweinehund. Den Arsch auf. Kurz. Hey, komm raus, du kleiner Schweinehund. Dann tut es garantiert nicht weh, wenn wir dich umbringen. Oder nicht viel. Ganz sicher. Thank you.
Der Hubel ist unten! Da ist der Scheißer! Da unten! Leute, wir sind richtig auf den Arsch! Wir sind am Arsch! Wer sind von hier? Da ist er, dieser Scheißkerl! In den Durchgang! Mist, muss nachladen! Du verdammtes Miststück! Du wirst das erleben! Hey Leute, was ist das da unten? Du bist so gut. Der Scheißer ist da oben! Die beiden Knochen sind gleich. Lässt dich auf den Arsch!
Leute! Verdammt! Sie sind im Arsch! Schnell weg von hier! Scheiße! Lass uns von hier verschwinden, solange es noch geht. Ich mach's kurz, Leute.
Und in 5 Minuten will ich seinen Arsch hier auf dem Tablett serviert bekommen. Hältst du die Luft an, Miststück? Atme besser, solange du noch kannst. Schon gut, hast gewonnen, Mann. Verdammt. Das ist verdammtes Pech.
weiß nicht, warum ich das aufnehme. Es scheint dumm zu sein, in Hoffnung zu liegen. Unsere Leute sind alle tot. Ich weiß nicht, warum ich das aufnehme. Es scheint dumm zu sein, doch Hoffnung zu geben. Unsere Leute sind alle tot und ich, da als ich es auszulegen versuche, vielleicht nur Zeit da. Wenn ich mit dem Brückenmechanismus fertig bin, werde ich zu den Dämonen geschickt. Ich werde nicht einmal die Chance haben, meine Hände reinzuwaschen. Und tschüss, würde ich mal sagen. Keine Chance mehr, hier zu leben. Nur unterwegs hatten wir eine gute Zeit. Aber Katja und Nastja, verdammte, wie auch immer, du, der du das hörst, wenn sie noch leben, dann hilf ihnen. Ansonsten gibt es niemanden, auf den wir uns verlassen können. Und sag ihnen, dass ich sie liebe.
Das Miststück im Visier! Let's go!
Verdammt scheiße, ich gehe in Deckung.
haben die Momenten. Bitte. Vielleicht noch einen Imbiss dazu? Fick dich! Gib uns die Moneten, dann kannst du... Sieh keine Antwort. Hey, was... Leute, wir kriegen mächtig auf den Arsch! Zum Teufel ist das? Hierher! Er ist hier! Nimm das, du Miststück! Hilfe! Ich bitte dich im Namen des Zarfischs! Binde mich los! Bitte! Danke sehr. Vielen Dank. Ah, diese Teufel haben mich auf dem Weg zum Haus des Fisches erwischt. Ich hatte eine Bußübung von Vater Silantius bekommen und den halben Weg hatte ich hinter mir, als sie mich erwischten. Ah, oh, ich sehe, du bist einer dieser Ketzer, aber ich erzähle es dir trotzdem. Hier auf der Insel gibt es ein Lager. Da steht ein Gerät. Wir dürfen es nicht benutzen. Das wäre eine Sünde. Aber du könntest das machen. Ich ruhe mich hier noch etwas aus, bevor ich zurückgehe. Den Rest meines Lebens werde ich für dich zum Zarfisch beten. Er könnte deine Seele noch retten.
zuzugeben, aber sie wollten nichts davon hören. Wollten, dass ich ihnen zuerst meinen Diesel überlasse. Und verdammt nochmal, ich werde den Flachwagen nicht 200 Kilometer weit mit einer verschissenen Draisine schieben. Wir stecken allerdings tief in den roten Zahlen. Daher schicke ich dir Serge mit dieser Nachricht. Verkauf den Diesel an die Brüder. Sie haben Bares dafür geboten. Und besorg die Fähre. Oder einen motorgetriebenen Kahn. Oder ein Schleppschiff. Hast du mich verstanden, Simon? Nicht feilschen. Sobald die anderen von der Brücke hören, wird jedes Stück Scheiße, das schwimmen kann, sein Gewicht in Gold wert sein. Wenn wir schnell genug sind, kriegen wir das hin. Mach hin, Simon. Zeit ist Geld.
Hause ist wieder da. Wow, das ist irre. Onkel Arthur. Schon Onkel beim Störsender Arthur. War mir klar, kannst dass du was Teil drauf suchen? Hast. Oh, was für ein Prachtstück. Oh, man kann sehen, dass sie ordentlich gepflegt wurde. Im Gegensatz zu meinem armen, alten Mädchen. Wie schnell sie auf gerader Strecke wohl fährt, das muss ich Crest unbedingt fragen. Obwohl, gibt es nach all dieser Zerstörung überhaupt noch eine gerade Strecke? Dieser Crest ist ein ausgekochtes Schlitzohr, wenn er mit diesem kleinen Ding solch eine Reise unternimmt. Danke, Artyom. Wie soll ich dir bloß danken? Danke, Artyom. Du bist ein Held. Ich stehe tief in deiner Schuld. Na los, Artyom. Komm hoch. Na los, der Alte wartet schon. Du bist wieder zurück. Das war großartig. Danke sehr. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff und dann bringst du es mit Duke und Crest zur Brücke. Während Crest die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Ich kann dich und Duke nicht direkt unterstützen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Eine Sache noch, Artyom. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein. Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht, wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild. Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Viel Glück, Artyom. Du brauchst eine Pause? In Ordnung, aber nicht willkommen zu lange. Zurück, Ranger. Ja, offenbar habe ich mir unnötig Sorgen gemacht. Liegt wohl am Alter. Ja, wir haben uns alle Sorgen gemacht. Naja, aber Anna hat es auf die Spitze getrieben. Schau mal, Artyom. Ich habe eine Verbesserung für dein Tiha fertig. Probier sie einfach mal aus. Zum Montieren kannst du gerne die Bergbank nutzen. Artyom, wenn du deine Ausrüstung oder Waffen anpassen musst, dann steht dir die Werkbank immer zu Diensten. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch ein paar Vorräte herstellen.
Hier an meiner Werkbank kannst du deine Waffen auswechseln, Artyom. Und? Bist du bereit für den letzten Vorstoß? Viel Glück! Boah, wo hast du die denn her? Gott verdammt, ist die cool. Vielen Dank, Mann. Ich bin hin und weg. Danke sehr. Vielen Dank. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel uns das bedeutet. Danke. Das ist unser Waggon von vor über einem Jahr, verstehst du? So viel ist geschehen. Wie läuft es, Artyom? Ist am Hafen alles klar gegangen? Ja, du warst noch gar nicht da. Da. Du bist mein Held, Teddy. Mama,
Teddy ist wieder da! Was sagt man da? Oh, vielen Dank, Onkel Artyom. Dankeschön. Was läuft am Hafen, Artyom? Tja, ich denke, du solltest mal nachsehen. Die warten dort auf dich.